Willkommen in Pausa Mühltroff. Die kleine Stadt mit ihren etwa 5000 Einwohnern liegt unweit von Plauen im sächsischen Vogtlandkreis. Doch diese Ortsangabe greift nicht weit genug, weiß Bürgermeister Michael Pohl. Pausa ist der Mittelpunkt der Erde. Und bei uns im Rathaus unterhalb schaut die Erdachse aus der Erde heraus. Da gibt es auch einen Erdachsendeckel-Scharnier-Schmiernippelverein, wo diese regelmäßig geölt wird. Und damit die Welt von dieser auf eine alte Legende zurückgehenden Einzigartigkeit erfährt, dreht sich auf dem Dach des Rathauses ein Globus mit der Inschrift Pausa, Mittelpunkt der Erde. Größter Arbeitgeber in der Stadt ist die Linhardt GmbH, ein auf Verpackungen spezialisiertes Unternehmen, das kurz nach der Wende die einstige Fabrikanlage der VEB Wäscheunion Elsterberg übernommen hat. Wäscheunion sagt natürlich nichts darüber aus, was gemacht worden ist. Ich habe mich da einigermaßen belesen und habe dann herausgefunden, tatsächlich Bettwäsche. Also hier wurden Bettwäsche zusammengenäht. Auch einige Kollegen, die wir heute noch ehren werden, haben dort tatsächlich auch angefangen und haben ursprünglich ihre Arbeit dort angefangen. Und nun, dann 1990, haben wir gestartet, hier die erste Tube zu produzieren. Und bis jetzt machen wir das relativ gut. Früher Bettwäsche, heute Tuben, Dosen, Röhrchen und Co. Seit 30 Jahren produziert Linhardt am Standort Pausa Mühltroff. Ein Jubiläum, das am vergangenen Wochenende groß gefeiert wurde. Zwar ist die zeitliche Nähe zum Tag der deutschen Einheit Zufall, doch kann auch Linhardt mit seinen drei deutschen Standorten durchaus auf eine ganz eigene Geschichte des Zusammenwachsens zwischen Ost und West zurückblicken. Ja. Also wir haben hier, das möchte ich auch an der Stelle sagen, ein junges Team, das um die 30 ist. Julia Schröder ist mit 32 praktisch kurz vor der Wiedervereinigung auf die Welt gekommen. Ja, was gibt es denn Schöneres, als zu sagen, wir führen hier einen Standort in den neuen Bundesländern mit jemandem, der aus den neuen Bundesländern kommt und sogar noch eine ganz, ganz kurze DDR-Vergangenheit hat. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde das als gelungene Wiedervereinigung so bewerten. Also dadurch, dass wir ja auch ein Westwerk in Anführungsstrichen haben, gerade mit unserem Schwesterwerk in Fichtach, aber auch den Schwesterwerk in Hambrücken, sind wir eine Einheit geworden, wo Ost und West eigentlich nicht das Thema ist. Wir sind gern gemeinsam die Linhardt-Gruppe und für uns ist das einfach ein Team, eine Gruppe und daher ist Pausa auch am Oststandort eigentlich nicht Thema Ost-West, sondern eine Gruppe, eine Familie. Eine Familie, die einen langen Weg, der auch durchaus schon steinig war, miteinander gegangen ist und auch immer noch geht. Gut Ding will bekanntlich Weile haben. Wir brauchen hier auch die Zeit, die Geduld, eine positive Grundstimmung auch wieder entstehen zu lassen. Die haben wir vor 3 Jahren in dieser Form nicht gehabt. Das war uns auch bewusst. Das war auch das, was wir beide festgestellt haben. Wo wir aber gesagt haben, das macht uns jetzt nicht in irgendeiner Art und Weise nervös oder dass wir uns davor fürchten, sondern im Gegenteil, wir müssen es ändern. So. Und die Änderung beginnt mit einer Transparenz, beginnt mit einer regelmäßigen und offenen Kommunikationskultur. Sie setzt sich fort, auch mit intensiven Gesprächen, auch in kleineren Gruppen. Wir nennen das Get-Together-Gespräche, die wir jetzt schon 3 Mal hintereinander jeden Sommer auch führen, mit allen Mitarbeitern unserer Standorte in kleineren Gruppen zwischen 10 und 20 Kolleginnen und Kollegen, um einfach hier dieses Gefühl, dazugehören zu wollen, gebraucht zu werden und gleichzeitig auch damit eine Kraft innen, aber eben dadurch auch nach außen spielen zu können. Es bringt uns ja nichts, wenn wir sagen, es wird schon alles gut sein und wir suchen jetzt mal eben mit schönen Plakaten und schönen Bildern und Präsentationen außen unsere Nachwuchskräfte und innen stimmt es nicht. Also wir sind da eigentlich beide sehr klar, die Julia und ich, dass wir sagen, wir wollen hier klares Commitment innen, aber auch auf die kritischen Stimmen hören, auch wenn Dinge nicht klappen, darüber nachdenken, woran liegt es dann, dann auch offen in den Dialog gehen und dann mit diesen Erkenntnissen sagen, aber die Geschlossenheit, die Klammer, die Linhardt-Familie, die muss uns eigentlich trotzdem ertragen und wir, die Familie, in den besten Familien kommen auch Streitigkeiten vor, denn man bleibt ja zusammen und damit geht man dann auch nach außen und sagt, wir werben genau für diese Kultur und wer Lust hat, sich dem anzuschließen, ist herzlich willkommen. Linhardt und Pausa Mühltroff sind in den vergangenen 3 Jahrzehnten eng miteinander verwachsen. Viele Menschen aus der Stadt haben den Großteil ihres Arbeitslebens hier verbracht und die Entwicklung des Standorts hautnah miterlebt. Was passiert ist, ist phänomenal, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kenne es von den Zeiten, wo es losging und wie es jetzt ist. Und ich sage mal, auch der Standort wird weiter wachsen, bin ich überzeugt. Gekommen, um zu bleiben.
Beim Festakt zum 30-jährigen Jubiläum freut sich die Belegschaft über ein klares Bekenntnis der Geschäftsleitung, nicht nur zum Standort Pauser. Wir haben letzten Endes an all unseren Standorten ländliche, sind wir in ländlichen Regionen und sind natürlich auch auf das Commitment, auf das Engagement unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Region auch angewiesen. Wir sind keine Stadtmenschen, wir lieben das Landleben, wir sind da gerne. Wir wollen auch unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, ich sag mal, ein leistbares Leben ermöglichen mit vernünftigen Löhnen. Da haben wir hier sicherlich in Pauser noch ein wenig Nachholbedarf gegenüber unseren anderen Standorten, was wir im Übrigen auch tun werden in den nächsten 5 Jahren. Und wo wir einfach sagen, wir bekennen uns zur Region, wir bekennen uns zum Ort, wir bekennen uns natürlich zu den Menschen und wir wollen gute Bürger sein. Und das ist eigentlich unser Ziel. Diese klare Ansage freut selbstredend auch den Bürgermeister der Stadt, der in der Kommunikation mit Lenhardt auf kurze Wege und offene Türen setzt. Natürlich fällt mir dahingehend ein Stein vom Herzen, weil man ist einfach mit seinen Arbeitgebern vor Ort einfach immer im engen Kontakt. Und auch mit Frau Schröder zum Beispiel, wir sind seit 2 Jahren alle beide neu in das Amt reingekommen. Und wir stehen auch dahingehend in einem regen Austausch. Und ich glaube, die Zusammenarbeit zwischen der Firma Lenhardt und auch der Stadtverwaltung, ich kann es eigentlich nur als hervorragend betiteln. Und wenn es irgendetwas gibt von beider Seiten, gibt es jeweils Unterstützung. 30 Jahre Lenhardt in Pauser-Mühltroff. Ein Tag, den es zu feiern gilt. Mit allem, was dazugehört. Frisches Bier, heißes vom Grill, Aktionen für Kinder, Werksführungen und hochkarätige Aufführungen der lokalen Vereine. Gerade nach den harten Corona-Monaten ein echter Befreiungsschlag für das Unternehmen und seine Mitarbeiter. Und ich bin sehr, sehr froh, dass jetzt der Zustand ist, dass wir es durchführen konnten, dass das Wetter mitspielt, dass wir entsprechend jetzt zusammen feiern können und genau diesen Familiengedanken eigentlich zusammenbringen. Und wie Herr Schick schon meinte, wir sind eigentlich 8 Stunden gemeinsam auf Arbeit. Wir sind eine Familie, weil die meiste Zeit, unsere Wachzeit, verbringen wir gemeinsam. Und deswegen wollen wir das jetzt auch mit einer ordentlichen Feier gemeinsam verbringen. In diesem Sinne, Prost und alles Gute für die nächsten 30 Jahre.